So, da sind wir auch schon wieder. No Man's Sky geht jetzt, wollte ich mal sagen, weiter. Uiuiuiuiui. Irgendwas stimmt hier nicht. Hat sich eingepegelt? Es hat sich eingepegelt. Der Sound. Hat sich eingepegelt. Yes, hat sich eingepegelt. Sehr nice. Dann sorry gerade für diesen kurzen, nicht zu dollen Sound. So. Von mir entdeckt? Hä? Ich war doch schon hier. Egal. Ich war doch schon hier. Verstehe ich nicht. So, ich wollte den Hyperantrieb bauen. Was haben wir hier unten noch? Das steckt da unten. Ich würde sagen, da fliegt man mal hin. Wollen wir mal, würde ich sagen. Du, 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 du. Hyperantrieb bauen. Das wollte ich heute machen. Mit euch zusammen. Hier waren wir schon gewesen. Ich muss ja noch hier runter. Und zwar jetzt. Naja, ist ja nicht so schlimm, wie wir hier gelandet sind, oder? Nö. Er sucht sich ja zum Glück immer einen perfektesten Zeitpunkt aus, wie man landen kann. Ich habe noch keine Tiere gesehen, du siehst ja nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Atlaspass, genau, diesen Atlaspass. Darum geht es mir hier in der Zeit. Rupp. Und so eine Perle. Oh, ich will keine Perlen mehr. Gerade deswegen. Gut, das könnte man noch rüber schicken, das ist gut. Und dann nehmen wir dich zumindest mal noch mit. Ufi-Dschungel. So, okay. Dann nehmen wir dich noch mit. Bist du ein Verkaufstürmel? Nee, na doch. Perfekt. Und zwar verkaufen wir mal das hier. Dann verkaufen wir mal. Nice. Das sind schon cool, wenn man zumindest dann auch mal noch ein paar Errungenschaften kriegt. So. Jetzt muss ich aber erstmal was gucken. Denn jetzt muss ich mal aufs Schiff zurück. Denn hier haben wir auch noch ein Zeug, was wir verkaufen müssen. Ja, es geht ja schon los. Wir verkaufen erstmal eine Runde. Und zwar verkaufen hier alle Beete. So. Die gute Frage ist, hat der Typ auch das Teil, was ich brauche? Das sieht nämlich nicht da. Oh, er hat es. Er hatte nur eins. Oh, ist das nice. So, haben wir noch was zum Verkaufen? Eigentlich nicht noch. Ich verkaufe mal gleich noch. Technologie installieren und zwar den Hyperantrieb. Sehr nice. So. Und dann tun wir noch diese Schildsplitter verkaufen.
Ich bin immer noch unentschlossen. Ich müsste auch mal, irgendwie müsste es um eine Lagermöglichkeit geben für die ganzen Sachen, weil so viel kann man ja gar nicht aufheben. Gut, dann Hyperantrieb auftanken. Was braucht denn der Hyperantrieb eigentlich? Wo ist er denn? Da, was brauchst denn du? Warpzellen? Warte mal, die Warpzellen, die musst du erst herstellen, oder? Das sind doch die hier. Tamium kriegt man oben im Weltall. Antimaterie. Antimaterie, wirklich Antimaterie her. Krieg ich die vielleicht von hier? Hast du Antimaterie bei dir? Natürlich nicht. So. Wo kriegen wir jetzt Antimaterie her? Wo kriegen wir jetzt Antimaterie her? Das ist jetzt mal eine gute Frage, ne? Habe ich schon gescannt. Man möchte ja nichts auslassen. Okay. Okay. Habe ich schon. Haben wir das auch schon? Das wird gut. So. Antimaterie. Ja, ich habe noch uneingelöste Gegenstände. Signal entdeckt. Wo ist denn Posten? So, hoffentlich auf der Plattform. Sehr nice. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch gestern schon mal entdeckt. Hallo. Was hast du denn, mein Freund? Antimaterie nehmen. Aha. Sehr nice. Eine Antimaterie haben wir. Tamium sammeln. Ne, den nehmen wir nicht mit. Ne, den nehmen wir nicht mit. Ne, den nehmen wir nicht mit. Lebenserhaltung. Naja, ne, das ist aber noch. Ne, da hat aber noch. Du hast aber noch, mein Freund. So, Tamium sammeln wir jetzt oben im Weltall. Du, 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 du. Genau, das Tamium. Helbe! So, das Tamium sammeln wir jetzt hier. Das kriegt mir jetzt schön von den Asteroiden. So, sehr nice. Das finde ich so cool. Wie es läuft? Ja, es läuft flüssig. Siehst du doch.
So, Tamium. Tamium brauchen wir leider mehr als genug. Sehr nice. Achso, läuft ganz gut. Läuft ganz gut. Ah, ist nicht angekommen. Ja, ich besitze uneingelöste Gegenstände. Ist doch gut jetzt. Jetzt haben wir auch noch Kupfer gesammelt. Tamium, sehr schön. Dafür werden wir leider mehr als genug brauchen. Na komm, noch ein Stückchen schneller. Das stimmt, das stimmt. Samstag haben wir ja bald, ne? Zwei Tage noch, mein Freund. So, dann wollen wir mal gucken. Und zwar müssen wir erstmal das Ding herstellen. Eine Warpzelle. Halt. Tamio haben wir zum Glück noch genug übrig. Aufladen. Oh Gott. Wie's? Öffne die Galaxiekarte Veldra. Und jetzt soll ich wohin? Alter. Nee, wohin soll ich jetzt? Oh, das ist jetzt auch mit, ne? Das ist jetzt, das ist nicht toll. Naja, gut, probieren wir es nochmal. Jetzt muss man alles nochmal sammeln. Ich will hoffen, dass da noch ein Patch rauskommt. Das war jetzt, ja. Zum Glück gibt es immer einen Speicherpunkt, aber wenn man schon einen Haufen gemacht hat, dann, ja. Das ist dann da etwas dann. Anstrengend. Das glaube ich, dass es anstrengend wird. Naja. Naja. Und sonst stößt es dann später hinzu, schlaf du erstmal in Ruhe. Ne? Das wird sowieso schon wirklich anstrengend. Sehr anstrengend sogar. So. Na komm. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Aber habe ich mir gedacht. Oh cool, sind sie mindestens hier. Naja, dann wollen wir noch die andere Materie holen. Die kriegt man zum Glück von dem. Die haben wir ja gerade schon mal geholt. Ja. Ja. Gut, wir haben eine Antimaterie und jetzt geht's wieder ins Raumschiff. Und jetzt fliegen wir wieder in den Weltall. So. Und dann holen wir uns noch ein paar Brocken. So.
Dann wollen wir mal. So. Bloß gut, dass es hier im Weltall Thorium gibt. Sonst wäre es ja ganz schön. Ne, Tamium. Tamium, nicht Thorium. Tamium. Ich weiß immer noch nicht, wie ich auf Thorium komme, aber. So, zack. Nicht schlecht. Gut getroffen. So, hier unten noch. Davon kann man nie genug haben. Au, 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 au. Schießt du eher noch auf mich oder was? Wie lange? Oh, wird schon ein Stückchen sein. Also jetzt erstmal bis so, ich denke mal um 12 werde ich machen, 12, Viertel 1. Dann erstmal was essen und dann, ja, schauen wir mal. Dann werde ich bestimmt nochmal eine Runde machen. Solange wir jetzt nicht mit einem Abschluss hier. Und zwar, hier brauchte ich erstmal Produkt herstellen. Die Warp-Zelle konnte man jetzt herstellen. Zum Schiff übertragen, aufladen mit Warpzelle. So, und jetzt soll ich ja mit dem Menü nach unten wählen. Alles klar. Reisemeilenstein. Mhm. Nicht schlecht. Galaktisches Reisen aktivieren. So, dann soll ich den Weltraum sozusagen. Wo soll ich denn eigentlich hinreisen? Ne? Das hat mir keiner gesagt. Mir hat keiner gesagt, wo ich hinreisen soll. Entdeckungsstatus unbekannt. 80,2 Lichtjahre. Gibt's ja noch einen? Das ist der einzige, den ich machen kann. Ah. Dann warpen wir mal dahin. Jo, dir auch, danke dir. Oh Gott. Wow, 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 wow. Ich hoffe, wir sind bald da. Wow, nice. So. Antimaterie-Rezept beschaffen. Aha, und wo soll ich Antimaterie herkriegen? Die sind gut immer, ey. Mehr Warpzellen. So, mal ein bisschen langsamer machen hier. Ach, hier hin. Raumstation. Na gut. Dann machen wir erstmal zur Raumstation. Kann ja nicht verkehrt sein.
so, Impuls. Das ist der Impulsantrieb sozusagen offline. Wenn das sozusagen. Ach so. Fabrik entdeckt. Ach, den Planeten. Ich mache aber erstmal zur Raumstation. Mal gucken, was man hier Schönes finden kann. Das nennen wir jetzt mal. Das können wir umbenennen, sehr schön. Laohu. Dann ist das. So, die Namen können wir ja eigentlich schon mal so belassen, nur dass es eben dann. Dass es dann eben. Schau, dann so aussieht. Egal, so aussieht. Nee, das ist dann eben Platzbecken davor steht. Die Namen finden wir ganz cool. Ich bin nicht so ein Namensgeber. Ich bin da nicht so, das ist so. So nach dem Motto, klappt's oder klappt's nie, ne? So, wollen wir mal gucken, dass man in den Traktorstall hier reinkommt. Traktorstall sage ich mal dazu. Rupp. Und, yes, getroffen. Und da wir ja, wie gesagt, ein Raumschiff hier eigentlich haben, würde ich jetzt mal versuchen, da wir jetzt hier oben gelandet sind, würde ich jetzt mal versuchen, das Raumschiff hier einzulösen. So, Wegpunkt gespeichert ist schon mal gut. Und dann tun wir mal die Gegenstände, die wir haben, tun wir mal einlösen und sehen, ob das was wird. Gut, also Optionen. Bei Optionen und dann Bonusinhalte einlösen. Und dann tun wir mal das einlösen. Sieben Plätze. Wo ist eigentlich mein Schiff? Ich hatte eigentlich mal noch ein Schiff gehabt, ne? Ich habe nur noch kein Schiff. Händlercharisma. Was? Photonix-Kern. Die 10.000 Joules können wir einlösen. Aber mein Schiff hab ich trotzdem nie. Das finde ich eigentlich schade. Ich dachte eigentlich, ich kriege jetzt mein Schiff. Das habe ich nämlich immer noch nicht. Schade eigentlich. Atlas 1 Pass benötigt. Ja, ich folge da ja gleich hin. Ist doch gut jetzt. Dumm. Das scheint mir selbst, musste ich hier erstmal Aufgaben erledigen. Also ein kleines Tutorial ist dabei, um halt sozusagen die Sachen sich craften lassen zu können. Finde ich cool. So, was gibt's denn hier Schönes? Nee. Nö. Hier gibt es ein Terminal zum Verkaufen. Ohne schlecht. Der Gegenstände verkaufen. Was haben wir denn so Schönes? Nichts. Haben nichts dabei. Nee, großartige Sachen haben wir erstmal nicht dabei. Dann würde ich sagen, schuld der Reisemeilenstein. Hä?
Oh, ich würde sagen, 30.000 Meter zurückgelegt ist ohne schlecht. Da haben wir zumindest was geschafft. Ja, ich habe noch uneingelöste Bonusinhalte. Händlercharisma. Dann haben wir noch, bevor das Ding noch mehr auf den Sack geht. Impuls, aha. Okay. Und ja, mein Schiff hat's trotzdem nicht. Ich find's ärgerlich. Dann wollen wir mal. Wow. Jo. Alter Schwede. Alter Schwede. Planetare Störung. Oh, nö, hä? Dann nehmen wir eben den normalen Antrieb hier. Wieso entfernt das sich immer mehr? Wieso? Hä? Hey? Müsste sich doch eigentlich verkürzen. Da bist du unter Wasser. Fliege ich jetzt hier um den ganzen Planeten oder was? Oh, hier geht kein Impulsantrieb, das ist schlimm. Naja, dann fliegt man eben erstmal in die Richtung. Interessant. Jetzt bleibe ich aber in der Höhe hier. Ich verstehe es nicht. Muss man das verstehen? Nö, ne? Eigentlich müsste es ja mal weniger werden. Das Ding kann mal stehen bleiben. Die Fabrik. Also ich fliege klein im Weltall und da geht es, denke ich, noch besser. Und dann fliege ich von da aus direkt drauf zu. So, Signal zur Alienfabrik folgen. Mache ich schon die ganze Zeit.
Wenn ich so weitermache, habe ich bei den ganzen Planeten umrundet hier. Machen wir anders. Wir fliegen jetzt hier raus. So. Siebenundvierzig, 49. Neununddreißig, 37, na denn nun? Haben wir es letztendlich oder nicht? Stören mitten hier in der Atmosphäre fliegen. Nur um diese Alien-Dings zu kriegen, ne? Fabrik hier. Nee, hier runter wollte ich nicht. Drei, zwei, eins. Hier unten ist er. Ich habe sie endlich gefunden. Alter Schwede.